Liebe Astrologiefreunde, willkommen in meinem Astrologiekanal. Heute schauen wir uns die Monatsprognosen für den Monat April 2023 an. Vorher will ich mich für euer Interesse bedanken. Viele von euch wollen mehr über meinen Rückzug in das Kloster und den Zusammenhang der Astrologie mit meiner Entscheidung wissen. Also, ich war in das Kloster Maria Laach in der Eifel und in den nächsten Tagen werde ich ein eigenständiges Video darüber machen. Warum ich dieses Kloster ausgesucht und nicht ein anderes, was vorher meine erste Wahl war, und ob ich dort Gott begegnet bin oder mich selbst. Aber jetzt schauen wir uns den Monat April an, der mit zwei Highlights daherkommt. Erstens, mit der ersten Eklipse des Jahres am 20. April. Eine hybride Sonnenfinsternis. Sie wird total nur auf einem ganz schmalen Streifen. Sie ist anfangs und zum Schluss ringförmig. Zu sehen ist sie über den Indischen Ozean und der Pazifik. Sie gehört der Saros-Serie 129 und sie ist die 7 Nord. Die Eklipse findet auf 29 Grad und 50 Bogenminuten in den Widder und das ist ein aneretischer Grad und so wirkt sie auch in dem Sternzeichen Stier, in den ersten zwei Graden. So beeinflusst diese Eklipse das kardinale Kreuz, also Widder, Waage, Krebs und Steinbock, aber auch das fixe Kreuz, Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Im Grunde geht es bei einer Eklipse immer um kosmische Ereignisse. Die bevorstehende Finsternis sendet uns die Nachricht, ein Kreis ist dabei zu schließen. Wir haben Pluto in den Wassermann und Saturn in den Fischen, zwei schwere Planeten, die in neuen Sternzeichen eingetreten sind und somit die Energien sehr verändert sind. Über Eklipsen und ihren Einfluss, kosmisch oder auch zu unseren persönlichen Horoskopen, habe ich bereits ein Video erstellt, das findet ihr in meiner Playlist. Werde ich euch aber auch hier verlinken. So, das zweite Highlight, das ist Merkur, der am 21. April stationär zu seiner scheinbaren Rückläufigkeit wird. Er wird auf 15 Grad und 16 Bogenminuten stationär, wird dann zurücklaufen bis auf 5 Grad und 51 Bogenminuten. Da wird er seine Station machen für seinen direkten Lauf. Am 7. April steht Merkur bereits direktläufig natürlich noch auf 5 Grad und ab hier schon beginnt die Problematik, die so ein rückläufiger Merkur mit sich bringt. Darüber haben wir so oft gesprochen. Das kennt ihr bereits, denke ich. Und wenn ihr euch wundert, warum ich immer wieder diese 5 Grad im Stier erwähne, wo Merkur jetzt seine Station machen wird. Schaut mal hier, am 28. Oktober haben wir die Mondeklipse auf 5 Grad im Stier. Der Aszendent der Eklipse für Berlin ist 24 Grad im Krebs und er steht in direktem Quadrat zu den Mondknoten, die inzwischen auf der Achse wieder Waage stehen. Alles andere werden wir besprechen, wenn es soweit ist. Und jetzt mit dem Programm Planetanz schauen wir uns jetzt die Tagesaspekte an. Also, was erwartet uns im April? Erstmal den ganzen Monat haben wir einen Mars, der in dem Krebs ist und out of bound ist. Ab dem 17. gesellt sich Venus auch dazu und somit ist Venus und Mars unkontrollierbar. Also ein schwacher Mars. Ihr erinnert euch,
Mars ist am 25. März in das Sternzeichen Krebs gekommen, in das Zeichen, wie gesagt, wo er im Fall ist. Und sofort am 25. März verkündet Putin, Russland stationiert taktische Atomwaffen in Belarus. Am 23. Mai, ich springe jetzt mal kurz einen Monat, haben wir den Mars, der weiterhin in den Krebs ist, in Quadrat zu Jupiter. Und das bedeutet eine Wut, die sich nicht entladen kann oder in Ausdruck bringen kann. Ich erwarte hier irgendeinen Zug, der Macht demonstrieren wird. Aber kommen wir mal wieder zu unserem April. Am 2. April haben wir den Mars in Sextil zu den Nordmondknoten. Wenn wir uns hier das Horoskop des Tages anschauen, dann sehen wir, dass der Nordmondknoten bildet einen Sextil zu Mars, aber auch einen Sextil zu Saturn. Der Nordmondknoten repräsentiert große Menschenmengen, so ist es ein gutes Zeichen für eine Chance, eine erfolgsversprechende Aktion oder Verhandlung durchzuführen, die von Dauer sein wird. Am 3. April haben wir den Merkur, der in das Sternzeichen Stier eintritt. Merkur in den Stier ist zwar das praktische Denken, ist aber auch die Sturheit und das in Quadrat zu Pluto ist ein herausfordernder Aspekt. Bitte lass die Machtspiele, die Obsessionen und die Manipulationen beiseite. Achtet, wie ihr spricht, denn Plutos Wort tötet. Und ihr wisst, Worte haben eigene Macht. Dieser Aspekt beeinflusst die Stiere, Skorpione, Wassermann und Löwen. Pluto ist ein Planet, der normalerweise im Kollektiven eher Spiel macht. So wird von den Regierenden womöglich versucht, etwas durchgesetzt zu werden. Und der 3. April bekommt die Farbe Rot. Eindeutig. Am 5. April haben wir den Merkur in Sextil zu Saturn. Beeinflusst von diesem Aspekt werden Fische, Skorpion, Stier und Jungfrau. Dieser Aspekt verspricht Erfolg in Plänen und Projekte. Ihr wisst, mit dem Stier kommt der Erfolg langsam, also bleibt dran. Das ist ein Tag, in dem ihr ernsthafte Entscheidungen treffen könnt. Am gleichen Tag haben wir noch einen positiven Aspekt, und zwar die Sonne in Konjunktion zu Chiron. Beeinflusst wird der Widder, die Waage, der Krebs und der Steinbock. Es ist ein Aspekt, der Heilung verspricht. Chiron symbolisiert die Wunde, aber auch die Heilung. Die zweite Dekade der kardinalen Zeichen, denn dieser Aspekt findet auf 15 Grad statt, können auf bessere Tage hoffen, Hindernisse können überwunden werden. Und diesen Tag machen wir natürlich grün. Am 6. April haben wir einen Vollmond in der Waage auf 16 Grad. Beeinflusst wird wieder Waage, Krebs und Steinbock, aber auch die Feuerzeichen, also Schütze und Löwe. Der Vollmond findet auf die Achse wieder Waage statt, also ich und wir. Wenn ihr euch wundert, warum der Mond noch auf 12 Grad ist und ich sage, dass es am 16 Grad der Vollmond stattfindet, es liegt daran, dass dieses Horoskop ist auf 0 Uhr berechnet worden für Berlin. Und der Vollmond findet ja später statt. Also,
Mit diesem Vollmond ist die Vollendung oder der Höhepunkt von Beziehungen jeglicher Art. Jupiter ist in diesem Vollmond auch beteiligt. Der steht hier in den Widder. Und dieser Vollmond fordert euch auf, den Gleichgewicht in euren Beziehungen zu finden. Zu viel Ich, aber auch zu viel Wir kann zu einer Imbalance führen. Es muss ein Gleichgewicht der Bedürfnisse des Einzelnen in einer Beziehung gefunden werden. Mit Jupiter und Chiron können alte Wunden therapiert und überwunden werden. Im Kosmischen, also in der Politik, werden wir viel über die diplomatische Beziehung der Länder hören. Nutzt diesen Vollmond, um eure Beziehungen einen neuen Wind des Gleichgewichts zu geben. Auch wir, die davon nicht direkt betroffen sind, sollten wir das tun. Und so bekommt natürlich dieser Tag von mir auch einen Grün. Am 7. April haben wir die Venus in Sextil zu Neptun. Betroffen von diesem Aspekt sind Stiere, Skorpion, Fische und Jungfrau. Venus in Sextil zu Neptun. Es ist ein Aspekt, der über Liebe spricht. Einige von euch werden eine neue Bekanntschaft machen oder sogar eine neue Beziehung angehen. Aber auch für den Beruf ist das ein positiver Aspekt. Aber wir vergessen nicht, dass Merkur steht jetzt auf 5 Grad Stier und das wird der Grad sein, wo er bei seiner Rückläufigkeit Station macht, um nachher direkt läufig zu werden. Also ab dem 7. fängt die Problematik des Merkurs mit alte Menschen kommen wieder in unser Leben, alte Themen kommen, um gelöst zu werden und vielleicht einiges stockt jetzt und geht nicht weiter. An diesem Tag ist noch etwas anderes zu sehen, und zwar die Sonne bildet ein Halbsextil zu Uranus und Mond bildet ein Jod zu Venus und Neptun. Jod sind meistens Aspekte, die auf der Psyche drücken, also ein bisschen vorsichtig sein an dem Tag, würde ich sagen, obwohl er so viel Positives verspricht. Aber da, wo Neptun im Spiel ist, weiß man nie, was dabei rumkommt. Von mir bekommt dieser Tag ein Gelb. Am 8. haben wir ein Sextil zwischen Merkur und Mars. Beeinflusst davon werden Stiere, Skorpion, Krebs und Steinbock. Es ist ein positiver Tag, ein guter Tag, um Gespräche zu führen, Vorträge, Bewerbungen, ein sehr guter Tag und Erfolgsversprechen in dem Beruf auf jeden Fall. Denn wir sehen, Merkur bildet sogar ein Kite. Also, toller Tag. Die Sonne bildet eine Parallele zu Jupiter. Nutzt diesen Tag. Natürlich grün. Am 11. kommt Venus in den Zwilling. Venus in den Zwilling bringt Glück zu den Zwillingen, Wagen und Wassermänner, also die Luftzeichen, aber auch Chancen für den Löwen und den Schützen. Mit Venus in den Zwilling haben wir eine freundliche Atmosphäre und wir haben noch Osterferien, die Stimmung wird sehr gut sein. Venus in den Zwilling flirtet gerne, sie freut sich, es ist auch gut für unsere Finanzen, also da bekommen wir auch gute Möglichkeiten. Und sogar, sobald sie in den Zwilling reinkommt, bildet sie einen Trigon zu Pluto im Wassermann. Also noch mehr Erfolg in Liebe und Finanzen. Und natürlich
Berufliche und auch sonstige Ziele können jetzt erreicht werden. Und am gleichen Tag haben wir die Konjunktion von Sonne und Jupiter. Beeinflusst wird diese Konjunktion das kardinale Kreuz, also Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Ihr könnt etwas erreichen, was ihr euch schon lange gewünscht habt. Also bewegt euch. Und da es ein Glückstag ist, wird er natürlich grün. Ich habe das gleich grün gemacht, weil Sonne, Konjunktion, Jupiter, ja, für das kardinale Kreuz ist hier. Am 14. haben wir einen Quadrat zwischen die Venus und den Saturn. Und so kommt der miese Peter Saturn und bremst die Freude ab. Mir scheint es so, als ob er sagt, genug gefeiert und geflirtet, jetzt an die Verpflichtungen und an die Arbeit denken. Und wie recht er doch in diesem Fall hat, denn es ist auch das Ende der Osterferien. Aber Venus in Quadrat zu Saturn ist ein Zeichen der finanziellen Entbehrungen. Beeinflusst von diesem Quadrat sind Fische, Jungfrau und Zwilling und Schütze. Achtet auf eure Finanzen. Also achtet auf die Finanzen. Gelb. Denn wir haben hier auch eine Antiparallele zwischen Venus und Pluto. Und das ist eine Opposition von Venus und Pluto. Es geht um Geld. Am 20. haben wir die Eklipse, die eine Hybrid-Eklipse ist. Und diese Eklipse steht im Quadrat zu Pluto. Explosive Stimmung. Die Eklipse werde ich nach den Tagesaspekten analysieren. Denkt daran, wir haben hier auch den Merkur in Konjunktion zu Uranus, die Farbe Rot für die Vorsicht. Einige Stunden nach der Eklipse haben wir die Sonne, die in den Stier kommt. Die Geburtstage der Stiere beginnen. Herzlichen Glückwunsch, Happy Solariturn. Und jetzt, wo ich sage Solariturn, in eurem Solariturn werdet ihr interessante Konstellationen mitnehmen das Jahr über. Am 21. beginnt Merkur seine scheinbare Rückläufigkeit auf 16 Grad Stier. Also Rückschau halten. Was haben wir in den letzten 3 Monaten gemacht? Müssen wir etwas korrigieren? Jetzt bekommen wir die Gelegenheit, Themen, die noch auf ihren Abschluss warten, diese anzugehen und zum Abschluss zu bringen. Aber auch Personen aus der Vergangenheit kommen plötzlich wieder, sie erinnern sich an uns und vor allem Verflossene denken plötzlich an uns. Viele Beziehungen bekommen eine weitere Chance. Am 24. haben wir den Merkur in Sextil zu Mars, der Merkur ist jetzt rückläufig, und die Sonne in Konjunktion zu den Nordmondknoten. Wir haben Mars, Venus, aber auch Mond out of bounds. Die Gefühlsebene und die Lage ist ein bisschen explosiv, würde ich sagen. Von diesem Aspekt beeinflusst sind Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe. Und zwar die zweite Dekade, so um die 15 Grad. Wir haben den Merkur in Konjunktion zu Uranus, was sowieso einen aufsässigen Geist zeigt. Dieses in Sextil zu Mars, Mars in Fall, und die Sonne in Konjunktion zu den Nordmondknoten, also zu großen Menschengruppen. Hier werden wahrscheinlich wieder die Proteste beginnen. Und ich hoffe, dass auch eine Einigung erzielt wird. Der Tag bekommt von mir ein Gelb, denn ich habe zu viele Planeten out of bounds, einen rückläufigen Merkur
und einen schwachen Mars, der es vielleicht gut meint, aber schauen wir mal. Am 25. haben wir die Sonne in Sextil zu Saturn. Dieser Aspekt beeinflusst Stier, Skorpion, Jungfrau und Steinbock. Und zwar die erste Dekade und noch genauer zwischen 3 und 5 Grad. Wenn ihr also da Planeten habt, persönliche Planeten, dann werdet ihr davon beeinflusst. Es ist ein guter Tag, um geschäftliche Gespräche zu führen. Durch Ausdauer und vertrauenserweckendes Verhalten könnt ihr zu einem beruflichen Erfolg kommen oder einen finanziellen Erfolg oder zu einem Erfolg allgemein. Am 29. April haben wir den Mars in Sextil zu Uranus. Ein sehr schöner Tag. Der Aspekt findet auf 17 Grad statt, also beeinflusst werden 16 bis 18 Grad vom Krebs, Steinbock, Stier und Skorpion. Wie gesagt, ein sehr schöner Tag, macht Pläne für neue Projekte oder bringt bereits angefangene Projekte durch neue innovative Korrekturen oder Mittel nach vorne. Und so sieht der Monat April den Farben nach aus. Gar nicht mal so schlecht. Der 26. und 27. sind Tage, die erotische Beziehungen versprechen. Denn am 26. haben wir die Venus in Sextil zu Chiron und am 27. den Mars in Quadrat zu Chiron. Diese Tage sind aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, denn diese Beziehungen könnten uns verletzen, wenn wir nicht Acht geben, mit wem es wir zu tun haben. Deswegen werden sie von mir gelb markiert. Der 29. ist ein sehr schöner Tag. Wir haben den Merkur in Parallele zu Uranus, was auf eine Konjunktion hindeutet, und Mars in Sextil zu Uranus. Nutzt diesen Tag, bringt Pläne oder Ideen, die ihr habt, nach vorne, zeigt sie durch innovative Mittel, im Internet zum Beispiel, macht Werbung für euch und achtet auf die Gelegenheiten, die euch bieten werden, die aus dem Nichts kommen werden, durch Uranus. Und so sieht unser Monat April farblich aus und ich würde mal sagen, gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir das Horoskop der Eklipse. Aszendent dieser Eklipse ist auf 6 Grad in dem Stier und natürlich für Berlin berechnet. Während wir uns noch mit der Thematik der Achse Stier-Skorpion beschäftigen, weil da sind die Mondknoten noch und dort werden noch Eklipsen stattfinden, kommt die erste Eklipse, diese hier, auf 29 Grad und 50 Bogenminuten in den Widder. Um uns zu erinnern, finde dein Selbstbewusstsein, mach einen neuen Anfang. Angekündigt wurde diese Eklipse bereits mit dem Neumond auf 0 Grad wieder jetzt im März. Die Eklipse und auch der Neumond im Widder bereiten uns auf das Wechseln der Mondknoten, das wird im Juli sein, auf der Achse Widder-Waage. Und was für ein Zufall! Der Vollmond am 6. April findet auch auf die Achse Widder Waage. Ja, der Mond ist in die Waage. Das Sternzeichen Widder assoziiert mit Neubeginn, mit Aktion, mit unseren Ich-Instinkten, mit kriegerischen Aktionen, mit Ärger oder Wut, mit intensiven Energie, mit Ungeduld, um nur einige Merkmale zu erwähnen. Eklipsen finden statt auf die Mondknoten und diese laufen gegensätzlich zu den Planeten. Diese Eklipse bedarf ein sehr vorsichtiges Verhalten. Sie kann gut aussehen, weil sie hier den Jupiter in der Nähe hat. Sie kann aber auch sehr böse werden, denn Pluto bildet ein Quadrat. Die meisten Planeten bringen die Formation
Kreise schließen sich. Wir haben den Saturn, der in den Fischen rübergekommen ist und er bald in 2 Jahren mit dem Neptun zusammen in den Widder kommt. Also zurzeit schließen Kreise und dann in den Widder wird ein Neubeginn da sein. Wir haben den Pluto, der 40 Jahre in dem Wassermann bleiben wird und die Mondknoten, die jetzt in Kürze, also im Juli, auf der Achse wieder Waage. Es liegt an uns, die Veränderungen langsam und besonnen vorzunehmen oder ungeduldig und übermütig uns in einen neuen Abenteuer stürzen. Auf gar keinen Fall sollten wir aus egoistischen Gründen agieren und die Dinge auf unsere Weise machen zu wollen, ohne einen Rat zu holen. Oder zumindest einen genauen Plan, der bis zum Ende ausgedacht ist. Denn das Sternzeichen Widder ist die kardinale Energie. Das ist die Ungeduld und die Impulsivität. Und oft denken die den Anfang und wagen den, denken aber nicht so ganz komplett und wie das Ganze dann auszusehen hat. Die fangen an und sagen, naja, irgendwie wird es schon werden. Ja? Und diese Eklipse will solche Aktionen nicht. Diese Eklipse wird uns prüfen. Sie wird das Gefühl der Dringlichkeit bringen. Es ist dringend, grundlegende Veränderungen zu machen. Die neuen Ideen sind auch schon da. Wir haben den Merkur in Konjunktion zu Uranus. Kurz bevor er rückläufig wird, achtet darauf. Also rebellische Gedanken überfluten uns. Und schaut mal, was so um uns passiert. Die Streiks sehen wir mal in Frankreich, in Israel, die Bankenkrisen. Jedoch Pluto kommt erst nächstes Jahr in den Wassermann, um da zu bleiben. Jetzt gibt er nur eine Kostprobe, einerseits zu dem Volk, andererseits zu den Regierenden. Zu den Regierenden schickt er die Message, ich komme nochmal zurück zum Steinbock und Regierungen und Banken, ja, achtet, was ihr noch zu verändern hat, im Wohle der Menschheit. Denn wenn ich nachher in den Wassermann reinkomme, wird all diese Masse, die jetzt in Unruhe ist, noch viel mehr aufbrechen und nach ihrer Rechte suchen. Die einzige Gefahr, die Wassermann mit sich bringt in der Politik, meiner Meinung nach, ist, dass der sagt, ich tue alles für dich, für das Volk, aber das Volk darf keine eigene Meinung haben. Und wir sehen schon, was sich so zusammenbraut. So in verschiedenen Ländern, ja, Israel, Italien, Russland und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, zurzeit haben die Regierenden die Möglichkeit, ein bisschen zu überlegen und mehr für den Menschen da zu sein, als für ihr eigenes Ego und Tasche. Aber das Kosmische gehört jetzt nicht hierhin. Also, was zeigt uns nun das Horoskop der Eklipse an? Wir sehen, die meisten persönlichen Planeten sind irgendwo hier in der Mitte eines Sternzeichens, also zwischen 10 und 15 Grad. Der Neumond, die Eklipse, findet auf die letzten Bogenminuten des Sternzeichens wieder statt. Auf der anderen Seite haben wir Mars und Venus out of bounds. Und zu diesem Neumond bildet Saturn eine Antiparallele, also eine Opposition. Wir haben den Chiron in Konjunktion, also in Parallele, ja, in Konjunktion zu Jupiter und Mars und Venus in eine Parallele, also auch in eine Konjunktion. Auffällig ist auch der nicht aspektierte Neptun. Aber lassen wir mal die Mittelpunkte der Eklipse selbst ihre Geschichte erzählen. Ich werde euch hier zeigen, welche Texte ich gerade lese
Und die Texte sind von dem Buch vom Reinhold Eberding Kombination der Gestirneinflüsse. Ich weiß, Eberding ist ein bisschen Schwarzseher, aber ich mag den. Also, Neptun Pluto gleich Sonne. Eigenartige Krankheiten unter fremden Einfluss geraten. Wir kommen jetzt zu Merkur. Saturn Neptun gleich Merkur. Nervenkrankheit. Mond Pluto gleich Merkur. Auf weite Kreise durch Rede oder Schrift einwirken. Sonne Pluto gleich Merkur. Nervenkrise. Streben nach geistiger Vorherrschaft. Die Venus. Jupiter Neptun gleich Venus. Sich in der Liebe Hoffnungen machen. Merkur Saturn gleich Venus. Haltlosigkeit in der Liebe. Schwer die Treue halten können. Liebestrennung. Saturn Uranus gleich Venus. Spannungen in Liebesleben, die oft zu Trennungen führen. Mars jetzt. Mond Neptun gleich Mars. Nervöse Störungen durch unnatürliches Verhalten. Reizbarkeit, Infektionsgefahr. Sonne Neptun gleich Mars. Geschwächtes oder gestörtes Triebsleben. Jupiter Pluto gleich Mars. Organisationstalent, andere mit sich fortreißen, Großes leisten wollen. Jupiter. Venus Saturn gleich Jupiter. Gern wieder auseinandergehen. Unähnliches Verhältnis. Jetzt gucken wir uns den Saturn an. Merkur Jupiter gleich Saturn. Abbruch der Verhandlungen, Abschied nehmen, sich gern trennen, verreisen. Mars Jupiter gleich Saturn. Trennung eines Verhältnisses, schwere Geburt. Venus Neptun gleich Saturn. Sich aus Liebe quälen, Liebeskälte, Ernüchterung, sich wegen falscher Liebesempfindungen trennen. Jupiter, Uranus gleich Saturn. Plötzliche Hemmungen vor Erreichen des Zieles, plötzliche Nachteile, Verluste. Uranus jetzt. Saturn, Pluto gleich Uranus. Plötzliche Gewaltakte. Venus, Jupiter gleich Uranus. Plötzliches Liebesglück, rasch erfüllte Wünsche, freudig erregt sein. Venus Mars in sich ist das Liebesleben, die Leidenschaft, und Venus Mars gleich Neptun ist die Enttäuschung. Pluto. Sonne Mond gleich Pluto. Seelische Zerrissenheit, einseitige Einstellung oder veränderte Verhältnisse führen zu Entwicklungskrisen oder Trennungen. Und das ist wichtig für diese Eklipse, denn Pluto bildet ein Quadrat zu der Eklipse. Dann weiter. Jupiter Saturn gleich Pluto. Gewaltsame Veränderungen, Trennungen, Einschränkung. Und Venus Uranus gleich Pluto. Verrannt sein in der Liebe. So, was diese Eklipse bedeutet, hat sie uns selbst erzählt gerade. So sehen wir, dass diese Finsternis erzählt von erbitterten Machtkämpfen. Wir sind inmitten eines Krieges, der ausgedehnt werden könnte. Jupiter im Widder. Pluto in Spannungsaspekt mit dem Neumond kann auch Naturkatastrophen bringen oder hinterhältige Anschläge. Da war auch etwas über eine Virusinfektion zu hören. Dort, wo die Finsternis sichtbar ist, diese Regionen werden direkt von ihrer Energie betroffen. Für uns alle ist gut, an Folgendes zu denken. Wo stehe ich in meinem Leben? Was tue ich für mein Glück? Bin ich glücklich? Wenn ja, dann super und weiter so. Wenn nein, dann bevor man eine kleine Krise zu einer großen Katastrophe macht, sollten wir uns auch selbst fragen, welcher ist mein Beitrag zu dieser Situation, die mich unglücklich macht.
Das Erste, was ich sehen würde, sind die Mondknoten in meinem Horoskop. Klebe ich noch an meinem Südmondknoten oder habe ich es geschafft, im Balance zu den Mondknoten zu leben? Nach Bernadette Brady ist das eine sehr sinnliche Eklipsenfamilie, zu der diese Eklipse gehört. Die Achse Widder-Waage ist das Ich und das Wir, ist der Kampf und die Liebe. So lasst uns lieber Liebe machen, anstatt Kriege zu führen. Und für das Weltliche gilt genau das Gleiche. Bevor wir uns in Kriege umstürzen, sollten doch die diplomatischen Beziehungen zum Frieden genutzt werden. Das wäre so mein Wunsch.